Ja, lieber Olaf, schön, dass wir hier zusammenkommen heute zu unserem Gespräch auf ein Espresso mit. Und ich freue mich, dass wir so ein bisschen auf dein Wirken, auf deinen Lernweg und auch auf deine Tätigkeit als Berater schauen können. Ich habe, wenn ich so an dich gedacht habe, direkt das Bild gehabt, dass ich dich mit einem Lernbegleiter oder auch, wie du das gerne nennst, einem Lernregisseur verbinde in der Arbeit mit deinen Gruppen hier. Du gibst Impulse, du bist Experte für bestimmte Themen, gibst aber dann auch den Individuen und der Gruppe Raum für ihren eigenen Entwicklungsprozess und Lernprozess hier am ISB. Und da nehme ich einfach viel Stärke, viel Klarheit und auch Demut wahr in dem, was du tust. Und das sind meine Bilder. Findest du dich in der Charakterisierung wieder? Sehr, danke. Ich greife mal direkt die Demut auf. Also gerade als Lernbegleiter, Lernregisseur ist mir sehr wichtig und ich glaube, das ist auch das Gelingende in Lernprozessen, die Expertise, das Wissen der Teilnehmer oder des einzelnen Coaches zu erkennen und die Demut davor zu haben, da ist schon unglaublich viel da und das zu fördern und das gut miteinander zu inszenieren. Daran finde ich mich wieder. Und Lernregie meinte dann auch, diese Expertise miteinander in Kontakt zu bringen, das Beste aus jedem Einzelnen hervorzurufen, in Kontakt mit dem anderen zu bringen, plus auch mutig zu irritieren, aber natürlich auch Inhalte mit reingeben, bewährte Modelle, die wir sie haben. Jo, und die Kombination von dem Ganzen findet sich in der Lernregie, glaube ich, und noch vieles mehr dazu. Wie guckst du heute auf die Entwicklung von Menschen und Organisationen? Es ist ja für uns beides wichtig am ISB. Zum einen gibt es Organisationen ohne Menschen nicht. Und Organisationen an und für sich selbst können ja nicht lernen. Es sind ja die Menschen, die darin lernen, die natürlich organisatorische Rahmungen schaffen. Und wenn du sagst, wie schaue ich heute darauf, glaube ich, kriegt das schon nochmal einen ganz anderen Charakter, da sich viel verändert und noch massiv viel verändern wird in Zukunft. Und das Lernen der Menschen einen ganz, ganz wesentlichen Teil einnehmen wird. Schon immer getan hat, aber es wird sicher noch mehr Bedeutung bekommen nach vorne hin. Und was ändert sich da gerade aus deiner Sicht? Jetzt neben all den Buzzwords rund um Digitalisierung, New Work etc., ist es ja die Selbstorganisation, die vor allem eine Veränderung gerade in Bezug auf Lernen mit sich bringt. All die neuen Arbeitsformen bringen mehr Selbstorganisation mit sich. Das ist auch, glaube ich, ein neues Bedürfnis, was es so bisher nicht gab. Das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstorganisation zahlt ja nach aufs Lernen ein. Wie lernen wir denn selbstorganisiert? Und da braucht es, glaube ich, eine gute Regie, um wieder auf diesen Begriff zurückzukommen. Welche Wirklichkeiten teilen wir? Auf was müssen wir schauen? Was muss denn als nächstes gelernt werden? Da ist nicht eine Person, die sagt, was braucht es jetzt, sondern es gut miteinander abzugleichen. Und das mag die Veränderung sein. Gehen wir nochmal ein bisschen auf die Wirkung, auf dein Wirken ein, wenn du so auf deine Tätigkeit als Berater draußen schaust und auch auf die Rolle als Lehrtrainer. Was kriegen die Leute besonders von Olaf? Was ist so das, was sind so deine Highlights? Was ist so vielleicht auch dein besonderes Wirken hier am ISB als Lehrtrainer? Jetzt muss erst mal rattern. Ja, es ist sicher, da komme ich vielleicht nochmal zur Demut zurück. Ich glaube schon, der Respekt vor den Individuen, der Menschen, der Expertise, vor jedem Einzelnen, plus die Inszenierung des Lernraumes. Ich glaube, das mag schon so meine Eigenheit sein. Und ich möchte das behaupten und ich möchte das auch jedem mitgeben, der am ISB ist, dem ich begegne, dass es vielleicht sogar eher der Stil ist, also die eigene Kunst, das USP, wenn man so möchte, mit dem ich wirke, dass das vielleicht fast mehr wert ist, als die Kompetenzen, die ich mitbringe. Bisschen pointiert formuliert. Natürlich sollte ich Kompetenzen dabei haben, wenn ich wirke, aber trotzdem, dass der eigene Stil und das Künstlerische, mein Handstrich, mein Zungenschlag, dass der das Besondere ausmacht. Ohne es genau beschreiben zu können. Und was sind die Highlights von Olaf draußen als Berater? Ich glaube, also ich fühle mich besonders wirksam und ich glaube, es könnte auch als Highlight verstanden werden, wenn ich Menschen befähige, in großen Projekten zu wirken. Also weniger ich direkt auf der Bühne, vielleicht sogar noch nicht mal ich direkt in Regie, sondern ich eher in Co-Regie. Nennen wir es Supervision, jetzt nach Lehrbuch. Aber Menschen zu befähigen, neu in Regieführung zu gehen, das sind so meine Highlights und ich glaube auch mit meinen Klienten und Kunden, die Kontakte, die ich da auch habe. Da wird er wirklich besonders. Ja.
Gucken wir mal auf deinen Lernweg. Was waren so ganz besondere Phasen, Steps deines Lernweges? Wie bist du zu diesem Lernregisseur-Bild und dieser Rolle gekommen für dich? Ich denke an den sechsten Baustein im zweiten Jahr, ISB, wo ich diesen Begriff Lernregisseur von Marc, ich habe ihn gefragt, ob ich ihn klauen darf, er hat ihn mir geschenkt. Das ist ein ISB-Begriff, jetzt zurückblickend. Das war schon der Moment, dass ich mir endlich mal einen roten Faden durch meine Vita legen konnte. Mhm. Vorher fühlte es sich so nach Bauchladen an. Ich hatte, glaube ich, unglaublich viel Kompetenzen und keine klare Kernkompetenz. So, ich verkaufe das eine, sondern ich habe da ganz viel dabei. Fühlte sich frei, zu frei an. Aber retrospektiv hat sich durch Lernentwicklungsregie hat sich der rote Faden durch mein Leben gezogen. Also ich konnte mir retrospektiv Sinn geben in dem, was ich tue, und das hat besonders Kraft entwickelt. Was gibst du jüngeren Kolleginnen und Kollegen, Beraterinnen, Beratern, Coaches auf den Weg, auch hier in den Gruppen, die noch so eher am Anfang der Berufs- und Professionalisierungswege stehen? Dass es darum geht, den eigenen Stil zu erkennen. Neben den Kompetenzen, ich glaube, die werden hier auf jeden Fall angeboten und die Menschen nehmen diese Kompetenzen mit, den Werkzeugkoffer, können sie füllen, aber den eigenen Stil herauszuarbeiten, den eigenen Handstrich zu erkennen. Ja. Mhm. Noch der Blick nach vorne. Was wird sich aus deiner Sicht in unserer Profession verändern, in Beratung, Coaching, Organisationsentwicklung, Transformationsbegleitung in den nächsten 10 Jahren? Wo stehen wir in 10 Jahren mit diesen Themen, mit dieser Profession? Ich schmunzel jetzt ein bisschen, wir hatten da schon mal gesprochen. Ich glaube, nichts. Es ist etwas pointiert. Ich glaube an die innovative Kraft des Bewerten. Also ich glaube, dass das, was wir schon heute gut tun und im supervisorischen, systemisch-beraterischen Verständnis, was wir schon seit vielen Jahrzehnten, 100 Jahren tun, dass das Mehrwert gewinnen wird. Also wir werden noch bedeutsamer sein in Veränderungen, in Entwicklung. Auch wenn der Arbeitsmarkt sich umwühlen wird wie nie zuvor und künstliche Intelligenz vieles verändern wird und abnehmen wird, glaube ich trotzdem, dass wir mit unserem Empathieberuf an Bedeutung gewinnen werden. Schön, vielen Dank, lieber Gerne. Olaf. Danke für unser Gespräch. Gerne.